Hi meine Lieben, schön, dass ihr eingeschaltet habt zu einem neuen Video von mir. Heute soll es meine Rezension zu Verliebtem Mr. Daniels von Brittany C. Sherry geben. Das Ganze ist im Egmont Lux Verlag erschienen und kostet neu. Ich gucke einmal 9,99 €. Ich verlinke euch das Buch einfach mal in der Infobox, dann könnt ihr da vorbeischauen. Das Ganze habe ich mit der lieben Lisa von Ex Libris Lisa zusammengelesen und oh mein Gott, Leute, ihr werdet es nicht glauben. Ich hatte so ein krasses Leseerlebnis mit diesem Buch. Aber erstmal zum Inhalt. In dieser Geschichte geht es um Ashlyn und Ashlyn zieht von Chicago oder so nach Wisconsin und sie hat eigentlich total gar keine Lust dorthin zu ziehen, muss es aber, denn in Ashleys Vergangenheit ist ziemlich viel Schreckliches und Schlimmes passiert und sie muss jetzt zu ihrem Vater ziehen und trifft im Zug auf einen jungen Mann, der einfach wunderschön blaue Augen hat und sie direkt auch in eine Bar einlädt, nämlich Joe's Bar. Dort tritt er anscheinend auf und sie begibt sich natürlich dorthin, weil sie denkt, naja, was kann schon schief gehen und warum sollte ich es nicht tun? Und nach wird ihre Liebe zwischen diesem wunderschönen jungen Mann und ihr immer, immer größer. Doch dann findet sie plötzlich heraus, dass die Liebe zu Mr. Daniels nicht in Ordnung ist, denn er ist ihr Lehrer. Was es damit auf sich hat und wie die Geschichte zwischen den beiden weitergeht, das müsst ihr selber lesen. Am Anfang haben Lisa und ich beide gesagt, boah, das ist doch sehr gleich mit Weil ich Laken liebe. Also für alle, die Weil ich Laken liebe, die sollten hier unbedingt reinschauen. Ihr findet hier ein absolutes Leseerlebnis. Aber nach und nach hat sich die Geschichte immer weiterentwickelt, die Figuren haben sich weiterentwickelt, die Tiefe dieser Figuren hat sich weiterentwickelt. Ich dachte echt, Ashlyn sei meine beste Freundin und sie würde mir das gerade alles einfach so erzählen. Das habe ich schon lange nicht mehr so intensiv in einem Buch gehabt. Es ist ein Buch, was mich wirklich aufgerieben hat, was mich emotional total abgeholt und mitgenommen hat. Ich war so versunken in diese Geschichte. Wenn wir unsere 50 Seiten am Tag gelesen haben, hat mein Herz geblutet, wenn diese Seiten nach irgendwie gefühlt 5 Minuten schon wieder vorbei waren. Und ich habe mir so viel markiert, wie schon lange oder ich glaube noch nie in einem Buch. Es gab so viele wunderschöne Zitate, die ich einfach für mich verinnerlichen und präsent haben möchte. Deswegen musste ich sie einfach markieren und für mich veranschaulichen. Ich wollte euch auch gerne mal ein, zwei Sachen vorlesen, weil es war einfach unglaublich. Also der Schreibstil ist locker leicht, man kommt gut rein, man hat Figuren, die sehr authentisch wirken, die einen echt mitnehmen und abholen und einen einfach in ein Gefühlschaos zwischen was ist richtig, was ist falsch, warum muss das Leben so verkorkst sein und so viele Emotionen, die man einfach durchlebt während des Lesens, das ist einfach unglaublich. Und ja, ich habe mir zwei meiner Lieblingszitate rausgesucht. Die lese ich euch jetzt einfach einmal vor. Dann könnt ihr euch einen Eindruck vom Schreibstil und auch von der Tiefe dieser Charaktere bilden, weil es ist unglaublich. Ich habe echt gedacht, das sind Menschen, die ich kenne, weil das habe ich schon ewig nicht mehr gehabt. Ich war emotional so mit denen verbunden. Auch jetzt, wenn ich darüber rede, merke ich diese emotionale Verbundenheit und die Traurigkeit, die teilweise darüber gekommen ist. Und diese ganzen Verluste und der Schmerz und dann aber dieses Glück und diese Hochgefühle. Und es war einfach unglaublich. Ich sag's euch, ein absolutes Leseerlebnis. Und ja, ich starte mal durch mit dem ersten Zitat. Jeder Mensch besitzt sein ganz eigenes Gold. Es kann alles Mögliche sein. Ein Lied, ein Buch, ein Haustier, ein Mensch. Es ist etwas, das einen aus purer Freude an seiner Schönheit zum Weinen bringen kann. Es ist, als wäre man auf Droge, nur besser, weil es ein natürliches High ist. Mein Gold ist Shakespeare. Das war das Erste. Ich finde das so schön. Also, ja, es ist einfach unsagbar poetisch auch gewesen, stellenweise. Hier fließt Shakespeare auch viel ein. Man hat das auch viel und das ist aber so gut miteinander verbunden, dass einen das auch nicht stört oder irritiert oder sonst was. Es passt einfach wahnsinnig gut zu der Geschichte, zu den Figuren und es ist einfach unsagbar schön. Und mein zweites Zitat ist: Menschen wurden doch nicht erschaffen, um perfekt zu sein, Daniel. Wir wurden erschaffen, um unsere Leben immer wieder zu verfuschen und neu zu erlernen. Wir sind auf vollkommene Weise unvollkommen. Oh mein Gott, das war so schön. Ich bin geschmolzen bei den Sachen, die gesagt wurden und getan wurden. Und ja, das Einzige, was ich zu bemängeln habe, aber das hat dem Ganzen keinen Abbruch getan, ist, dass das Ende, so die letzten 30 Seiten, so ein bisschen plump wirkten. Das ging dann doch alles sehr rasch und rasant. Das hat dem Ganzen aber keinen Abbruch getan, weil das Buch hat, glaube ich,
fast 380 Seiten und man ist 340 Seiten einfach in so einem Rausch gewesen und dann nur weil 30 Seiten ein bisschen schwächer sind, habe ich nicht eingesehen, dem Buch einen halben oder gar ganzen Stern abzuziehen. Deswegen hat das Ganze von mir 5 Sterne gegeben, eine absolute Leseempfehlung von mir an euch. Also wenn ihr auf New Adult steht, wenn ihr auf Weil ich Lake in Liebe steht, dann seid ihr hier absolut richtig und kriegt hier ein totales Lesevergnügen. Ihr werdet hier echt verzaubert, ihr werdet hier auch viel Schmerz und Traurigkeit, aber auch viel Glück und Liebe erfahren und es ist einfach atemberaubend. Also wundervoll. Ich empfehle es euch. Ich hoffe, euch hat diese Rezension gefallen. Schreibt mir gerne mal, wenn ihr das Buch gelesen habt, wie es euch gefallen hat. Ich bin schon ganz neugierig auf eure Kommentare und würde sagen, wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Bye!